Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des BIT Live Talk hier aus dem Bundesrechenzentrum. Freut mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Heute unser Thema Campus Recruiting an der Fachhochschule Burgenland. Und meine heutigen Gäste sind Christian Bühl, Studiengangsleiter IT-Infrastrukturmanagement und Laurent Gulasch, Student an der FH Burgenland. Und bei uns im Haus Application Manager für die Anwendungen des Arbeitsmarktservice. Herzlich willkommen im Studio. Auch heute wieder die Möglichkeit für Sie im Publikum Fragen an uns hier zu stellen, die wir im Anschluss dann beantworten werden am Ende der Sendung. Aber starten wir bei unserem Gast, Christian Bühl. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview heute. Wir möchten uns darüber unterhalten, wie unsere Kooperation mit Ihrem Studiengang in den letzten Jahren ausgesehen hat. Wir haben ja da besonders eng zusammengearbeitet, was ja durchaus einige Schnittpunkte gibt. Und was zeichnet das Studium, das Sie managen, besonders aus? Wer sollte sich dafür entscheiden? Also, zuerst einmal herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, IT-Infrastrukturmanagement ist ein breit aufgestellter Bachelorstudiengang, eben mit einem bestimmten Fokus auf die Infrastruktur. Und da sprechen wir Datenbanksysteme, da sprechen wir Netzwerke vor allen Dingen, wir sprechen Betriebssysteme, wir sprechen sehr viel den Aufbau, die Organisation, den Betrieb von Rechenzentren. Aber man kann Infrastruktur natürlich technisch auch ein bisschen weiterdenken. Denken Sie an fahrende Autos, Sensoren, die irrsinnig viel Information generieren, und das muss auch über ein Netzwerk in irgendein Rechenzentrum geliefert werden, dort in Echtzeit verarbeitet werden. Also all diese Inhalte versuchen wir in unserem Studiengang abzudecken. Okay. Wer sollte zu mir kommen, wer sollte studieren? Menschen, die Spaß an der Informatik haben, Menschen, die neugierig sind, Menschen, die Dinge einfach ausprobieren wollen, und Menschen, die bereit sind, die auch weiterlernen wollen. Weil eines ist ganz sicher, in der Informatik der letzten Jahre und speziell in der Infrastruktur ist uns nicht fad geworden. Ja, niemals langweilig. wir freuen uns ja riesig, dass viele Absolventinnen und Absolventen dieses Studienganges speziell den Weg zu uns ins BRZ gefunden haben. Deswegen auch diese intensive Zusammenarbeit. Wie schon gesagt wurde, in diesem Curriculum kommen einige Dinge vor, die bei uns im Haus auch wichtig sind. Was würden Sie denn sagen, war so bis dato für Sie, was waren so die Highlights in unserer Zusammenarbeit, und welche Benefits sehen Sie jetzt besonders als Studiengangsleiter? Also ein Highlight ist sicher die Exkursion, die wir veranstalten dürfen, wo es darum geht, dass man mit Experten, Expertinnen aus ihrem Haus mit den Fachspezialisten zusammenkommen kann, auf einem kurzen Weg auch diskutieren kann, wo spannend ist, auch einmal den Betrieb eines Rechenzentrums zu sehen, tatsächlich auch in das größte Rechenzentrum Österreichs hineinzukommen. Also das ist für meine Studierenden sicher sehr wertvoll und sehr spannend und bietet einen Mehrwert auch für den Studiengang. Ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist als Studiengangsleiter: ich freue mich immer so, wenn am Ende dieses Termins dann die Gespräche quasi privat weitergehen, face to face in kleinen Gruppen, und die Studierenden dann zu mir zurückkommen und sagen, ich würde gerne in die berufsbegleitende Gruppe wechseln, weil ich würde gerne im Bundesrechenzentrum arbeiten. Also der unmittelbare, das Ergebnis einer Exkursion, dass man sieht, okay, das hat auf menschlicher, aber auch auf fachlich-inhaltlicher Ebene geklappt. Und da haben sich zwei gefunden, die einfach jetzt ein Stück des beruflichen Weges weitergehen wollen. Und das ist für mich eine ganz tolle Sache. Stichwort Exkursion, Stichwort Firmenbesuch. Jetzt möchte ich auch dich, Laurent, herzlich willkommen heißen. Und natürlich auch natürlich vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast hier und heute. Bei uns war es ja im Jänner, wo wir einander kennenlernen konnten. Also gar nicht allzu lange her, Firmenbesuch bei uns im Haus, und da sind wir direkt ins Gespräch gekommen. Du hast mir ein bisschen erzählt, was du so gemacht hast davor, und daraus sind dann Bewerbungsgespräche, Kennenlerngespräche geworden, und jetzt bist du bei uns im Application Management im Haus unterwegs. Erzähl doch ein bisschen was über deine Laufbahn, wie hat so dein Karriereweg vor dem BRZ ausgesehen, warum hast du dich gerade für dieses Studium entschieden, und wie hast du die ersten Wochen und auch Monate im BRZ erlebt? Hallo, danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Kurz zu mir:
Ich habe meine Karriere im Handel begonnen, bin danach in einer Firma gewechselt, wo wir verschiedenste Lösungen für den Handel präsentiert haben, beziehungsweise diese habe ich dann auch installiert, serviciert, die Kunden von uns eingeschult und auch garantiespät abgewickelt. Dadurch hatte ich auch sehr viel mit dem Dienstleistungsbereich als solches zu tun und habe auch immer mehr dann den Kontakt mit cloudbasierten Lösungen gehabt, weil auch immer mehr Produkte zentral steuerbar waren oder auch das ganze Monitoring darüber gelaufen ist. Und so habe ich dann auch für mich gemerkt, dass das ganze Thema cloudbasiert, auch Internet und Netzwerktechnologien oder halt was die Möglichkeiten überhaupt in der IT sind, mich viel mehr interessiert und habe angefangen, ein Studium zu suchen, was für mich einfach die Möglichkeit bietet, mich in die Richtung vorzubilden und weiterzuentwickeln, weil ich halt gemerkt habe, ich möchte in die Richtung arbeiten. So bin ich dann auch nach einer längeren Suche bei der FH Burgenland gelandet, einfach weil das Studium für mich sehr gut alles abgedeckt hat, was mich interessiert. Sprich, ein bisschen vom Management, ein bisschen auch vom Technischen, also eigentlich alles, was mich reizt und was für mich auch diesen Charme des Arbeiten mit der IT, aber die Menschen nebenbei nicht vergessen, ausmacht. Das habe ich dort alles gefunden und hatte auch die Möglichkeit, das berufsbegleitend zu machen, weil es zum Glück auch das Format oder wann die Stunden sind, da sehr gut darauf abgepasst sind. Und ja, so bin ich dann halt auch hier dann gelandet, quasi bei der Exkursion, wo ich dann eigentlich sehr beeindruckt war vom Bundesrechenzentrum, von den Möglichkeiten, die man hier hat und generell diese Dimension des Ganzen, wie es hier geht und wie sehr es eigentlich auch das Studium unterstützt auf gewisse Weise, dass man halt, was man lernt, hier direkt anwenden kann. Und dann hat das eine das andere gegeben und bin dann vor einigen Monaten hier gelandet und muss sagen, der Anfang war sehr gut. Ich wurde sehr herzlich willkommen geheißen. Auch durchs Buddy-System wurde ich auch sehr schnell, oder halt schnell, wie man es halt nehmen kann, aber doch sehr gut eingeführt in diese technische Welt, dass man diese vielen neuen Dinge, die man hier ja im Tagesgeschäft verwenden muss, auch überhaupt nach Möglichkeit problemlos erlernen kann. Und bin eigentlich seitdem auch noch jeden Tag wieder aufs Neue happy, wenn ich hier anfangen kann zu arbeiten, von daher. Und warst jetzt auch kürzlich ja gleich in einer Schulung mit genau. Dieses OpenShift, genau. Das ein großes Thema ist bei uns im Haus. Ja genau, also die regelmäßigen Schulungen sind auch genauso Teil meiner Arbeit hier und was ich auch sehr schätze und das freut einen dann doch sehr. Okay. Du bist also Application Manager für die technische Verfügbarkeit der Anwendungen, also dein Teil der Anwendung für das Arbeitsmarktservice, zuständig. Könntest du ein bisschen skizzieren, wieso dein Arbeitsalltag ausschaut? Was kann man sich darunter vorstellen, was da Montag bis Freitag oder auch wenn es Bereitschaften gibt, passiert? Und wie deckt sich das auch mit dem Curriculum deines Studiums? Was hast du da direkt sozusagen anwenden können, was du in der Theorie gelernt hast? So wie schon erwähnt, ich bin als Application Manager hier. Unsere Aufgabe ist quasi der Betrieb der Anwendungen, sprich, dass der Kunde einfach nur die verschiedenen Oberflächen benutzen kann, ohne dass dabei irgendwelche Störungen entstehen oder dass nach Möglichkeit auch immer die gewünschten Ergebnisse geliefert werden. Das beinhaltet dann sowohl die Auslieferung neuer Versionen als auch Störungsbehebung oder Ursachenforschung, wenn etwas nicht funktioniert oder klassisch das zwar funktioniert, aber nicht das Ergebnis liefert, wie man es gerne hätte, dass wir dem auf den Grund gehen und nach Möglichkeit auch dann wieder das korrekte Ergebnis herstellen. Zusätzlich haben wir auch noch natürlich die Aufgabe, alles entsprechend zu dokumentieren, dass man halt einfach alles festgehalten hat und dass man quasi vernünftige Betriebshandbücher und alles dann immer aktueller hat, damit jederzeit dann der Betrieb gewährleistet werden kann. Und ich weiß, meine ersten Wochen hier waren quasi, wo ich auch dann mit Studienkollegen dann geredet habe, dass ich glaube, so in 3 Wochen habe ich alles, was wir in den Semestern davor in der Schule gelernt haben, alles gleich mal anwenden können, weil ich tatsächlich sehr viel aus dem Studium hier benötige. Sowohl sei es Betriebssysteme oder die Benutzung der verschiedenen Betriebssysteme und was die Besonderheiten sind, als auch Programmiergrundkenntnisse oder wie man einen Code lesen soll oder generell die Logik hinter den Programmiersprachen, die wir auch verwenden oder auch dann noch diese Management-Themen, die wir auch in der Schule genauso hatten, schon die hier auch im projektbasierten Arbeiten natürlich genauso aufkommen, dass man überhaupt mit den Themen was anfangen oder mit den Begriffen auch was anfangen kann. Datenbanken sind ein ganz wichtiges Thema, weil wir es auch quasi auf Tagesbasis brauchen, dass wir immer wieder Abfragen machen und schauen, welche Ergebnisse wir bekommen. Also ich kann schon im Groben sagen, dass das Studium schon sehr gut genau das abdeckt, was wir hier in der Arbeit auch wirklich brauchen. Umso besser. Stichwort Highlight, was war es denn so bei dir bis jetzt oder was macht die Aufgabe
im BRZ besonders spannend für dich? Eines der allergrößten Highlights, so wahrscheinlich auch, weil ich da noch sehr neu war, war definitiv, wo ich gleich die erste Woche wie auf die Produktivumgebung neue Version einspielen mussten, was man natürlich nur freitags nach Ladenschluss machen kann, wodurch es dann halt einen besonderen Reiz, würde ich mal sagen, bekommt. Speziell auch, weil man in der Produktivumgebung natürlich jede Entscheidung dreimal sicherheitshalber hinterfragt, um auch wirklich sicher zu sein, dass man nichts kaputt macht, dass wirklich jeder Griff sitzt. Und das ist schon etwas, wenn man neu anfängt und denkt, ich muss doch so viel hier lernen, ich weiß nicht mal wie genau. Und dann gleich sowas mitmachen zu können, das ist dann schon ein Highlight gleich am Anfang mal und rein ins kalte Wasser mäßig. Und seitdem auch diese ständige Möglichkeit, sich fortzubilden, Neues zu lernen, auch Kollegen zu haben, die ihr Wissen gerne teilen. Man muss halt nur danach fragen und dadurch sich auch konstant fortbilden zu können und auch die abwechslungsreichen Möglichkeiten, sei es jetzt neue Versionen oder halt einfach nur Dokumentation mal anzupassen. Das sind schon eigentlich viele kleine Highlights, die sich dann dadurch ergeben, aber halt seitdem immer wieder da sind. Aber diese Produktivumgebungen sind definitiv immer ein ganz besonderes Highlight. Da wird es dann ernst. Ja, definitiv. Okay, dann die Frage an beide. Welche Tipps würden Sie bzw. würdest du, Laurent, Studierenden mit auf den Weg geben, die gerade in der Situation sind, ich bin gerade mit dem Studium noch nicht ganz im Berufsleben angekommen, sozusagen gerade in diesem Schiff drinnen, was würden Sie sagen, Herr Bühl, was würden Sie den Leuten mit auf den Weg geben? Ja, ich würde den Leuten einfach auf den Weg geben, rein ins Studium, ja, einfach starten, sich drüber trauen. Es ist schaffbar, es ist machbar, es ist ein Studium über 6 Semester, es ist ein Bachelor. Natürlich gibt es auch gewisse Tiefpunkte drinnen, die kommen so typischerweise 3., 4. Semester, wo dann die Motivation etwas nachlässt, aber die Studienkolleginnen ziehen einen dann da raus, also das geht. Und ganz wichtig ist neugierig bleiben. Ja? Einfach die Neugierde, das Verlangen, neue Dinge auszuprobieren, offen zu sein für neue Dinge, neue Wege zu gehen. Das ist, glaube ich, etwas, was Studierende auszeichnet bei uns an der Fachhochschule. Und das hilft dann auch im Berufseinstieg ganz, ganz massiv. Okay. Waren deine Tipps? Oder? Also ich kann mich nur anschließen, neugierig sein ist definitiv ein sehr guter Tipp, weil im Studium kann man so viel lernen, aber man kann oft dann noch vertiefen, viel mehr auch noch zusätzlich für sich ins Thema einarbeiten, wo halt die Neugier sehr viel hilft. Und wenn man vor allem auch eventuell Beruf und Studium kombinieren möchte, als berufsbegleitende Möglichkeit, wie ich es auch gemacht habe, muss man sich darauf einstellen, dass das Privatleben danach nicht mehr wirklich in der Form vorhanden ist für die Zeit, bis man studiert, weil einfach Studium sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, nebenbei die Arbeit auch. Und dadurch hat man halt nicht mehr so viele Möglichkeiten für die Zeit. Man muss sich aber dann halt einfach bedenken, dass dafür kriegt man aber auch sehr viel zurück, was man dann im Idealfall ganzes Leben verwenden kann. Von daher muss sich jeder für sich entscheiden, aber man muss sich halt auch dessen bewusst sein, dass wenn man es anfängt, dann das bedeutet auch Aufwand und bedeutet auch Einschränkungen in anderen Bereichen. Okay. Stichwort Tipps natürlich auch von meiner Seite. Die Kooperation beinhaltet auch Bewerbungstrainings, wo wir auch die Möglichkeit anbieten für Studierende hier sozusagen in eine Echt-Simulation zu gehen mit Rekruterinnen und Rekrutern aus dem BRZ und Junior-Positionen sozusagen sich dazu bewerben. Und vielleicht noch von meiner Seite, worauf achten wir da, was ist uns im Recruiting wichtig? Und das betrifft jetzt nicht nur das Gespräch, sondern auch die Bewerbungsunterlagen. Natürlich ist es so, dass man, sage ich mal, die allermeiste Erfahrung mitbringt, aber uns ist wichtig, dass wir ein bisschen herausfinden, was waren denn die Projekte, die man bis dato gemacht hat, ob das jetzt im Berufsleben war oder im Studium, sei dahingestellt. Und mit dieser Frage kann man bei uns definitiv rechnen, was waren so meine Aufgaben, was war die Aufgabenstellung, mit welcher Technologie haben wir uns da herangewagt und das ein bisschen sich im Vorfeld schon überlegen, auch in den Unterlagen schon ein bisschen darstellen, weil wie gesagt, es gibt sehr viele Schnittmengen und das sind die Dinge, die für uns besonders spannend sind. Dann wären wir noch nicht ganz durch, weil es ja auch Fragen gegeben hat, was ich gesehen habe, aus dem Publikum. Und die erste will ich mal Ihnen stellen oder Ihnen weitergeben. Herr Bühl, jetzt haben wir über den Bachelor gesprochen an der FH Burgenland. Die Frage ist, ob es auch einen IT-Masterstudiengang gibt, wie da
das Angebot aussieht. Ja, selbstverständlich haben wir so etwas. haben wir sogar mehrere. Die Absolventen aus meinem Studiengang gehen typischerweise, wenn sie bei uns an der Fachhochschule Burgenland bleiben, gehen typischerweise in den Master Business Process Engineering und Management. Da geht es sehr viel um digitale Prozesse, da geht es sehr viel um Digitalisierung, da geht es um Geschäftsmodelle, da geht es darum, dass man einfach der Verbinder ist zwischen dem Business, der Fachabteilung und der Informatikabteilung, der IT, um dort neue Geschäftsprozesse zu entwickeln, bestehende Geschäftsprozesse weiterzuentwickeln und entsprechend auch in die neue Zeit der Digitalisierung hochzuheben. Das ist der eine Studiengang. Der zweite Studiengang, wenn es eher technisch sein soll, ist dann Cloud Computing Engineering. Da ist Nomen est Omen. Also da geht es volle Programm über Cloud Computing, über Container, über Virtualisierungen, in die Security noch einmal ganz massiv hinein, in die unterschiedlichen Delivery-Modelle im Cloud Computing. Ein Studiengang, der einzigartig ist in Österreich und im deutschsprachigen Raum. Und ja, ich glaube, der ist auch ein guter Zugang dann für das Bundesrechenzentrum, weil die Inhalte einfach ganz aktuell sind. Großes Thema auch bei uns, genau. Dann schaue ich noch, was es noch an Fragen gab. Ja, mehr in deine Richtung, Lorand. Stichwort im Studiengang, da gab es ja bestimmt auch Schwerpunkte. Was ist es in deinem Fall gewesen oder welche gibt es zur Auswahl? Also in meinem Studiengang, wenn man jetzt mal die ersten 2 Jahre nimmt, war es definitiv diese Schwerpunkte, die man auch gemerkt hat, dass sowohl technisch, also dass man die Grundlagen, sei es Betriebssysteme, Programmieren, da mal die technische Basis mitbekommt, zugleich aber auch Projektmanagement, spezifischere Teile, wo man halt wirklich auch lernt, mit Projekten zu arbeiten, was die Begrifflichkeiten sind und wie überhaupt alles zusammenhängt, dass man auch so projektbasiert halt arbeiten kann. Für mich persönlich war Schwerpunkt oder was ich auch sehr spannend und cool an dem Studiengang fand, dass es halt auch auf die Soft Skills sozusagen ein Schwerpunkt kam, dass halt Präsentations-, Moderation und ähnliche Sachen auch mit berücksichtigt wurden und halt auch im Fokus drauf gelegt wurde, weil es in der heutigen Welt halt immens wichtig ist, dass man nicht nur zählt, dass man es halt technisch weiß, was man kann oder halt, dass man es aber auch schafft, jemanden zu vermitteln, der vielleicht nicht täglich so tief in der Materie drin hängt und dass das schon dort auch unterrichtet wird und verschiedene Aspekte beleuchtet werden, was dazu gehört, dass man sich gut präsentieren kann. Also das waren für mich definitiv im Grundstudiengang quasi Schwerpunkte und die Vertiefungen habe ich persönlich mich jetzt für verteilte Systeme entschieden, weil mich einfach diese ganze IoT und ähnliche Sachen mehr reizen als jetzt im Sicherheitsbereich Kryptografie und ähnliches. Aber da hat man dann auch die Möglichkeiten und da findet, glaube ich, jeder was ihm dann gefällt. Okay. Gut, und dann sehe ich noch eine dritte Frage. Kann man seine Arbeitszeiten flexibel einteilen in BRZ? Stichwort Vereinbarkeit, Studium und Arbeit. Ich sag mal ja, pauschal. mit unseren flexiblen Arbeitszeiten, Stichwort Gleitzeit ohne Kernzeit. Also 6 in der Früh bis 20 Uhr am Abend, prinzipiell der Rahmen bei uns. Die Teleworking-Regelung, die besagt, dass wir zumindest 40% vor Ort sind, das heißt bis zu 60% im Homeoffice möglich. Ich glaube, du wirst das wahrscheinlich aus erster Hand bestätigen können, dass es sich gut managen lässt. Kann man auf jeden Fall, weil dadurch auch speziell auch im Teleworking-Bereich, dass man auch flexibel dort ist, dass man nicht mal sagt, man muss die fix 2 Tage durchgehend hier sein, sondern Vormittag im Büro, Nachmittag zu Hause, dass man selbst da noch flexible Möglichkeiten hat, kann man es schon gut einrichten, dass entsprechend, wenn man halt Studium hat, dass man halt die Stunden auch so anpasst, dass man auf seine Stunden kommt, aber halt auch nicht gebunden ist, dass man erst von hier aus dem Büro wegfahren muss. Also es ist manchmal ein Drahtseilakt, aber es funktioniert, also es ist managebar. Super. Passt. Dann wären wir an und für sich durch. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch im Studio, fürs Dabeisein. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann natürlich auch in Richtung Publikum. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Und mich würde es freuen, wenn jetzt Interesse geweckt wurde bei Ihnen zu Hause und wenn wir einander idealerweise demnächst in einem Gespräch kennenlernen. Alle offenen Jobs, die es im BRZ im Moment gibt, finden Sie tagesaktuell unter www.brz-jobs.at. Und in diesem Sinne beschließen wir das heute und ich wünsche noch einen schönen Nachmittag.